Da drin gibt es noch so einen Foodtruck, wo man am X Club kann essen gehen holen. Das ist voll eklig. Das ist schmierig. It's already too late. Okay. Ich glaube, ich kann gar nicht drauf. Ich habe 0 Punkte gemacht und mein Bruder hat einfach 4 Punkte geschafft. Er kommt weiter und ich bin das GG's. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog-Tag 3. Wir sind jetzt gut zum Morgen essen. Mein Bruder ist früh am Morgen ins Gym gegangen. In dieser Zeit habe ich das Video bearbeitet. Jetzt sind wir vorher, wie ihr gesehen habt, go. Querschüsse und jetzt gehen wir Fußball spielen. Immens Messi, ancora 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 Messi. Bro, wir haben nice einen auf die Kappe bekommen, 7-4 entstand oder so, 7-3. Bro, er hat aber ein cleans Engeli-Goal gemacht. Zwei Goal gemacht. Und ich habe 2 Assists, 2 bis so, keine. Jetzt gehen wir zurück zum Hotelzimmer, dann gehen wir noch baden, weil es so heiß ist. Es ist endlich wieder schönes Wetter, aber zuerst noch ein Getränk. Was denn? Ich bin jetzt im Strand gewesen. Gehen baden. Und jetzt gehen wir noch mal kurz etwas essen. Es ist 20 vor 3 und es ist glaube bis am 3 offen. Darum gehen wir jetzt noch etwas Kleines essen, weil ich habe wieder richtig Hunger. Und etwas Sipperini. Yippie! Ah, ich war jetzt noch am Wasserball spielen. Das ist so, wo man auf 2 Goal schießen muss mit dem Ball im Wasser. Ich wollte das nicht spielen, weil wenn ich so den Ball rühre, dann renkt immer mein Arm aus. Und nachher sind wir noch Boccia spielen. Crazy. Wir sind jetzt gerade unterwegs und wer hat alles im Boccia gewonnen? Also es haben glaube ich alle einmal gewonnen oder so. Und nach dem Boccia spielen sind wir zurück ins Hotel gegangen. So, wir laufen jetzt wieder zum Hotspot, weil dort gehen wir gut zu Nacht essen. Wir haben Hunger, Bro. Einen guten. Bro, Dex sind crazy. Das sind glaube ich so Empanadas heissen die. Man hat auch aus dem Teller aufgefüllt. Eigentlich wollte ich gar kein Dessert essen, weil ich abnehmen wollte. Aber es hat einfach Schokimousse gekannt. Dann probieren wir noch so Oreo. Das Essen war richtig lecker. Der Schokimousse war auch richtig fein, gell? Oreo ist nicht so gut. Mein Bruder hat gesagt, dass er jetzt nichts mehr mit Oreo nimmt. Nehmt nicht Oreo von Spanien. Wegen dem Milkshake und wegen dem Kuchen. Aber ich muss sagen, Teig waren das, drauf. Teigwaren können es gut machen, gell? Ja. Jetzt laufen wir da noch ein bisschen rum. Pancakes, by the way, sind auch richtig lecker. Sehr empfehlenswert, wenn ihr mal da seid. Bro, ich glaube, ich habe meinen Fuß gebrochen. Bro, what the hell? Aber etwas verstehe ich nicht. Wenn du fertig getrunken hast, kannst du deine Gläser hier rein tun. Und du musst so richtig weit runtergreifen und vielleicht geht es dann kaputt. Ah, perfekt. Das macht für mich auf jeden Fall nicht so Sinn. So, ich muss jetzt ein bisschen leiser reden, weil gewisse von unserer Familie schon am Schlafen sind. So, wir sind jetzt wieder zurück im Hotelzimmer angekommen. Vorher sind 2 Familienmitglieder noch nachgereist. Grüße gehen raus, falls ihr das seht. Und somit ist eigentlich der Tag 3 fertig. Und dann wünschen wir euch einen schönen Abend und gute Nacht. Peace. Guten Morgen! Somit herzlich willkommen zum Mallorca Vlog Tag Nummer 4! Let's go! Viel Spaß! Meine Familie und mein Bruder sind voraus ins Gym gegangen. Ich gehe jetzt hinein und jetzt gehen wir gut zum Morgen essen. So, wir sind jetzt gerade am Essen und wie war das Gym? Gut, gut.
Was hast du trainiert? Bei. Ist heute Leg Day gewesen. Der Michel hat uns kommentiert, wir sollten die Mentos probieren, also gehen wir die jetzt austesten. Welche sollten wir austesten? Fanta oder Red Fruit Mix? Egal, wir nehmen beide, gell? Machen. So sieht der Laden aus. Crazy Laden, oder? Einfach neben dem Camping. Da haben wir sie jetzt. Mein Bruder wird noch ein Statement über sein Handy geben. Jungs, was läuft da? Wieso kann ich nicht filmen? Er wollte filmen, wie ich zahle, Bro. Aber es ist einfach nicht gestartet. Und jetzt sitzen wir hier hin. Jetzt machen wir ein Tasting, oder? Great for sharing. Ich behalte es aber für mich alleine. Schmeckt wie? Mentos Red Freaks Mix. Dem gebe ich ein 9 von 10, du? 8. 8 von 10. Und dem gebe ich so ein 6 von 10, weil es schmeckt nicht nach Fanta. Es schmeckt einfach ganz normal nach so einem orangen Mento. Was gibst du dem? Das. Nein, 7. 7. 7. Das ist mit dem Tasting C. Wenn ihr das gönnen wollt, schreibt in Kommentar Mentos und dann möchte ich das senden. Nein, Spaß beiseite. Oh, ich habe es noch gefangen, let's go. So geht das. Und wenn ihr gerade das Gefühl habt, dass ich mehrere Versuche gebraucht habe, nein, wir sind der Falsche, ich habe das First Try gemacht, gell? Jetzt geht's zum Bierpong. Cheers. So, das Bierpong ist jetzt vorbei und wir sind der zweite Platz. Bro, der zweite ist einfach das Bitterste, was es gibt. Du wirst nicht erstes, sondern der zweite. Was macht er? Hallo? Leben Sie noch? Du hast einfach eine Soft-Eismaschine. Wie macht man das raus? Oh mein Gott, das ist richtig anstrengend. Das will nicht mehr raus, es ist fertig. Oh, wow, der Soft-Eis ist richtig schwer. Oh mein Gott, es kommt einfach raus, hä? Bro, es klebt einfach. Schau, ich kann loslassen, es klebt einfach. Merci. Lecker. Also die Strassenlampen haben es schon nicht so gut gemacht. Die sind einfach mitten im Weg. Und das ist auch schon wieder mit dem Vlog Tag 3 und Tag 4 gewesen. Wir gehen jetzt noch nach Mallorca. Und zwar Palma, das wäre die Hauptstadt. Zudem gibt es auch noch einen Vlog. Wenn ihr den nicht verpassen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Und? Glocke. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Tschüss und Peace.